So, moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Ghostwire Tokyo. Und wir haben jetzt unsere nächste Mission auf dem Kika, nämlich betritt den Untergrund von Shibuya. Das machen wir auch gleich. Ich möchte mal kurz was gucken. Hier haben wir die Telefonzelle. Haben wir denn noch irgendwie hier was Besonderes? Was ist denn das? Hochgeladen, gelangen, die Greifhaken, Stadt hängen, okay. Ach cool. Das heißt, diese Dinger, wo wir uns aufs Dach katapultieren können, die werden sogar angezeigt. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Gibt es irgendwas, wo ich noch nicht war, da unten? Ja, da müssen wir jetzt auch nicht zwingend hin. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz, direkt nebenan, passt doch. Wir gehen mal eben hier hin. Und callen einfach mal den Ghost Hunter. Yep. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück und haben Levelaufstieg. Oh. Haltet durch, Mari. Das war seine Sis. Und Level 9. Stärker und stärker. Sehr gut. 20 Fertigkeitspunkte. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt mal ein, zwei Fähigkeiten noch aufleveln. Was hatte ich denn da noch gesehen? Ja. Irgendwas. Die Reichweite der Gegner. Das ist eigentlich auch sehr gut. Das sollte ich mal skillen. Hier haben wir soweit alles, was wir skillen können. Ups. Yep. Da sagst du was. Schleichtempo erzeugt Äther. Das Tempo beim Absorbieren von Geistern. Ja. Die Dauer von den Kernen, das ist auch nicht schlecht. Aber der Skillbaum. Das mache ich, KK. Der Skillbaum ist aber auch ziemlich übersichtlich, finde ich. Also. Ist meine Auffassung jetzt. Oh. Na gut, komm. Wenn wir schon dabei sind. So. Dann gehe ich mal eben hier. Ich lasse den aber mal labern, den Hanya. Da wären wir wieder. Hier ist nichts, gehen wir. Ach so, hier haben wir angefangen, ne? Hier hat das Spiel angefangen. Ah, cool. Krass. Oh, Alter. Muss das ätzend sein, Alter. So richtig ätzend, hier im Regen zu stehen. Oh, Regen ist so eklig. Ich hasse es, plitschnasse Klamotten zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt's mal in die Kommis. So. So, dann wollen wir doch mal. Ab in den Underground. Okay. Da sind wir. Er muss hier lang gegangen sein. Mission beendet in der Falle. Was war damit? Ach so, das war das, ne? Warte, sofort. Das nimmt kein Ende. Ich will mal eben. So. Hallo? Oh, guck mal hier. Die können wir eigentlich gleich einlösen. Ach, aua, au, 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 au. Ach, Alter, mich hat gerade voll was gejuckt hier, Alter. So gekratzt, Alter. Oh, so. Da sind Seelen. Aber ich... Wo soll der jetzt sein? Der ist doch irgendwie... Ist das schon wieder ein Wisch? Da ist er. Warte, lass mich erstmal... Hier waren doch noch irgendwo Seelen. Oh, da sind Gegner. Egal, komm. Gut. Oh, das ist
Find's auch krass, wie der Typ halt überall hier auf diesem ganzen Bildschirm ist. Verschwinden wir von hier. Ja, machen wir doch schon. So, da. Warum wir auch immer den Typen verfolgen, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß zwar noch nicht, was mit dem Typen ist und warum wir ihn überhaupt verfolgen, aber ich schätze mal, es wird schon irgendeinen Grund haben. Ey, habe ich irgendwas verpasst oder ich weiß nicht. Toll. Hier endet die Spur. Weiter. Vielleicht können wir sie dort hinten wiederfinden. Oh Gott. Okay. Wir müssen nach da unten. Keine Menschen zu sehen, aber jede Menge Besuch. Genau wie überall sonst. Sag mal, geht's noch? Das ruft Erinnerungen nach. Der Turbo-Schüler, ein von Keki verfasster Bericht über einen seltsamen Schüler an der Schnellstraße. Er wird zusätzliche Fertigkeitspunkte für deine Geister. Cool. Sehr, sehr geil. Was? Ach so, da. So. Ich folge jetzt einfach mal dieser Wegmarkierung. Ich schätze mal, dass wir da irgendwo hin müssen. Okay, da sind schon wieder Feinde. Besucher, ja, okay. Nein, nein, okay, scheiße. Ich habe gerade voll vergessen, dass ich dieses Ding nicht geskillt habe, dass ich die so holen kann. Wir müssen weiter. Ja, ich bin dabei. Hetz mich nicht. Damit bist du wohl bereit für ein paar neue Fertigkeiten. Was, schon wieder? So. Ich muss sagen, das Geistersammeln ist eine angenehme Sache. Oh, was ist das? Eine Zuge eines Obake, keine Ahnung. Sagt die Zunge etwas über unseren Gesundheitszustand aus? Ja, ich glaube schon. Hä? Toll. Jetzt habe ich gerade eine ganze Dings dafür verschwendet. Naja. Muss ich da gar nicht lang? Oder aber? Muss wahrscheinlich nach da hinten. Hoffentlich kommt jetzt hier kein Zug, das wäre ein bisschen unpraktisch. Ich bin noch nie auf Bahngleisen gelaufen. Ich schon. War Teil meiner Arbeit. Als Wachhund? Nein. Während meiner Zeit als Monsterjäger. Oh. Was zur Hölle ist das? Inugami-Mumie. Die Mumie eines Hundes, mit dem ein Inugami beschworen wird. Eine Art Hundegeist. Okay. Bisschen strange, aber...
Passt schon. Noch mehr von denen? Da ist auch schon unser Empfangskomitee. Darauf könnte ich wirklich verzichten. Sie sollten jetzt sicher sein. Die ja, wir nicht. So, sammeln wir ein bisschen ein hier. Akte 178 verdammt. ich kann kein Deutsch mehr. Okay. So. Okay. 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 Wo auch immer die alle herkommen. Die heben einfach ab. Ich hab gedacht, dass es unter Shibuya Höhlen gibt. Und die sind nie jemandem aufgefallen? Ernsthaft? Sie haben unter der Stadt im Verborgenen gearbeitet, um unentdeckt zu bleiben. Wie Monster. Ich glaube, ich könnte mal hier... Ich meine, wir haben ja noch mehr als genug zum Fressen und zum Süffeln. Das passt schon. Und du glaubst, er ist hier? Wenn wir Glück haben. Warte. Spürst du das? Wohl einer auf. Das heißt, wir sind hier richtig. Bring mir ihn zum Leben. Holla die Waldfee. Oh Gott. Shit. Was macht der? Was war das für ein Geräusch? Einen Schrei ausgestoßen. Oh, Alter. Hell no. Oh. Wow. Der erste richtige Bossfight. Okay. Mann, das war vielleicht nervig. Oh, Scheiße. Was ist los? Hat der Mistkerl denn gar keine Skrupel? Ey, was ist denn jetzt los? Mann, lass es! Was? Wieso kämpfen wir nicht? Weil ich das bin! Er hat dieses Monster aus meinem Körper gemacht! Was? KK! Was willst du von mir? Ich kann mich nicht selbst umbringen! Dann weg hier! Nein! Ich hol ihn mir zurück!
Akito! Du hast es wieder vergessen. Heute ist Mutters Todestag. Und an dem von unserem Vater warst du auch nicht an seinem Grab. Läufst du jetzt schon wieder weg? Nichts wird sich ändern, wenn du immer wegläufst. Ich laufe nicht weg. Ich bin nur... Du kapierst es einfach nicht! Hier. KK. Sie haben ihn aus mir rausgerissen. Aber warum bin ich noch... Dann ist er... Das heißt... Sie sind weg. Meine Kräfte... KK... Einfach alles. Was jetzt? Und Mari, wie soll ich sie so finden? Ich muss zurück. Ohne KKs Kräfte kann ich hier nichts ausrichten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, der allererste Bossfight ging jetzt echt relativ einfach und relativ schnell. Liegt dann natürlich an der Schwierigkeitsstufe, aber gut. Naja, war trotzdem ziemlich cool. Ja, Alleingang. Wenn der Akito von KK getrennt ist, sind alle Aktionen für die spirituelle Energie benötigt, wird stark eingeschränkt. Akito kann im Kampf kein ätherisches Weben einsetzen und einige weitere Bewegungs- und Erkundungsfähigkeiten können ebenso nicht eingesetzt werden. Allerdings ist Akito selbst in Alleingang auf Straßen-Shibuyas nicht völlig schutzlos. Unter anderem kann er nach wie vor Gegenstände benutzen, Geister mit Katashiro absorbieren und Pfeil und Bogen sowie schnelle Auslöschung einsetzen, um Besucher zu besiegen. Okay. Das heißt, jetzt ist so ein bisschen... Geht zurück nach oben. Toll. Ich bin richtig am Arsch. Wo ist denn zurück nach oben? Oh Gott, wir müssen ganz da durchkriechen. Och, du Heilige. Warte mal. Habe ich? Oh ja, habe ich. Oh, sehr gut. Siehst du, jetzt brauche ich das zufälligerweise mal. Das mit dem Schleichen. Da war es wichtig. Jetzt können wir auch mal, pass mal auf, jetzt können wir auch mal hier das Tempo zum Bogen spannen. So. Ja, der Nachteil ist jetzt natürlich... Oh. Schade. Oh nein. Da war gerade einer. Nein, 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 you not see me. You not see me, you not see me. Lauf doch, sprinte. Ach du heilige Scheiße. Oh Gott, nein. Ich bin richtig am Arsch. God damn it. Fuck. Okay. Zum Glück spielen wir noch auf einfach. Das macht die ganze Sache natürlich einfach. So. Okay. Oh nein, die Alte. Oh mein Gott, nein. Da ist die Alte mit der Schere. Geh weg. Ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, nee. Die erinnert mich so an die Alte aus Resident Evil 8.
Wie ist sie noch? Lady Dimitrescu oder so? Geh doch weg! Hör auf zu gucken! Ach, Olle! Die macht mich richtig irre! Verzieh dich doch! Ich will der Long! Masalangi long time, long time. Okay. Piss you. Piss you. Ich bin schon groß und vier. Klaue und trinke Bier. Ah. Du bist so groß und stark. Kaiu. Hör auf zu flüstern, verpissel dich mal. Ich hab nix für dich. Ganz langsam schleichen. Schön den Rost von den Treppen lecken. Beim Hochkrabbeln. Nicht vergessen. Ist hier gesund fürs Immunsystem. Corona vorbeugen etc. So. Guck mal hier. Kann ich? Oh, kann ich. Sehr cool. Oh, das haben die gehört? Die hören das? Nein, da ist so ein Typ. Da ist so ein Typ. Ich will nicht. Oh, die sind aber auch lästig, die Typen. Slenderman. Hau ab jetzt. Headshot. Ich bin einfach gut. Ja, ich bin einfach gut. Das sind einfach meine. Ich habe COD einfach durchgespielt, Leute. Das ist einfach. Einfach, das ist einfach können. Run, boy, run. Ja, das ist natürlich schlecht, dass wir jetzt von KK getrennt sind. Ich sag mal so. Ohne den wird es echt schwierig. Ich glaube wohl kaum, dass wir damit Hanya besiegen können. Mit Pfeil und Bogen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir uns. Dass wir den retten müssen. Den guten KK. Ja. Den guten KK1. Ich muss schon sagen, es ist schon geil, es ist schon ein Unterschied, ob du mit so einer crappigen Büromaus spielst oder mit halt so einer Gaming-Maus in Anführungszeichen. Wo muss ich denn lang? Bin ich hier falsch? Nö. Hö. Okay, das ist ein cooler Effekt. Was willst du? Dir reiße ich noch deine Maske vom Arsch, Junge. Vom Gesicht, meine ich. Ich muss sie loswerden. Scheiße. Ja, zieh doch, zieh! Heck, Alter. Oh. Okay, der Bogen ist schon stark. Aber irgendwie komme ich da nicht ganz mit klar. Ich habe den noch zu wenig benutzt. Ja, für den Moment ist es vorbei. Wer weiß, für wie lang. Fertig sind wir noch lange nicht, mein Freund. Na, super. Scheiße, voll daneben. Scheiße. Okay, zwei Pfeile und die sind down. Ich finde es auch gut, dass ich rechte Maustaste nehmen kann dafür. Um das abzuschalten, das aufzuheben, meine ich. Klappt doch nicht so an der Tür, Alter. Die ist zu. Cool, das geht trotzdem. Ich dachte, das geht nicht. Das kann ich nur machen, wenn ich die Kräfte habe. Aber gut, gut zu wissen. Klatsch, 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 klatsch. So. Ab an die Oberfläche. Ich weiß auch nicht, was Akito da jetzt machen will. Ich meine, er kann jetzt natürlich... Ich hab's geschafft. Seine Wohnung war weiter nördlich. Weiter nördlich, das ist schon mal nicht schlecht. Alter, geh zurück zu KKs Versteck. Ja. Alter, also ich weiß nicht, was Akito da jetzt vorhat, ne? Aber ich finde das jetzt nicht so praktisch.
Kommt mir das so vor, dass das heller wird? Es wieder Tag? Doggos! Hey! Na, ihr beiden. Ja. Good boy. Du auch noch. Ja, ihr beiden seid Good Boys, ne? Die haben richtig Lust, die beiden. So. Was ist denn das? Achso, das ist Geld. Eine minderwertige Kupfermünze, mit der während einer Edo-Zeit gehandelt wurde. Ja. Ich meine, die haben es hier ganz gut, ne? Die haben so große Wiese zum Spielen. Ist eigentlich ganz solide. Da sind noch ein paar Ghosts. Die sammeln wir mal in. So. Jetzt gucken wir mal eben. Ich muss hier manchmal, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist echt unhandlich mit diesem scheiß Kabelkopfhörer. So, da müssen wir hin. Okay, Fertigkeiten. Gleitdauer ist nicht so wichtig gerade. Ja. Ich überlege halt. Schwierig. Das ist praktisch. Ich würde aber irgendwas anderes verwenden. Warte mal. Nehmen wir mal das hier. Also der Skilltree ist gar nicht mal so groß, wie man eigentlich glaubt. Finde ich jetzt. So, ich wollte eben das markieren, wo wir hin müssen. Da wollen wir hin. Naja, gut, aber ich meine, es reicht auch für das Spiel, denke ich mal, aus. Ich meine, es wäre auch nervig, wenn das so riesen umfassend wäre. Ich meine, dann... Das ist auch ein cooler Effekt. Oh, das ist ein Gegner. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber wir können ja mal eben... Das ist ja auch bescheuert. Ist das wirklich echt? Gibt es sowas in echt? Das wäre voll bescheuert. Moin. Pfeile haben wir. Betäubungstalismane. Ein Katashiro. Ah, wir haben eigentlich genug davon. 15 Stück Hundefutter. Ja, komm. Nehmen wir zweimal mit. Gurke. Ja, okay. Aber was Essen angeht, haben wir auch eigentlich mehr als genug da. Also, oh nee. Oh bruh, oh nö. Oh nee. Geht bloß weg. Also solange ich da nicht irgendwie... Ach Mensch, guck mal. Solange ich da nicht diese Fähigkeiten habe, habe ich da auch nicht so Bock auf eine Konfrontation. Wow, ich hab's geschafft. Wow, ich hab's geschafft. So. Bist du? Du warst auf dem Foto. Tja, du und der mürrische alte Mann. Ihr versteht euch wohl ziemlich gut, ha? Huh? Also, du willst ihn da rausholen. Und du traust dir das zu? Mit dem Spielzeug da? Du brauchst seine Kräfte. Oder? Ja, aber ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Das heißt also, du bist noch nicht selbst draufgekommen. Deine Verbindung zu ihm ist immer noch da, verstehst du? Was?
Hier. Gib ihm das von mir. Ist wichtig, okay? Ist das... Was zum... Tja, da wissen wir doch schon, wo wir hin sollen. Da weiß ich doch schon ganz genau, wo ich hin muss. Ja, Leute, ich würde sagen, wir folgen dieser schwarzen Glibberspur. Was ist das? Notiz von Rindko. Okay. Dickicht-Talismane. Dickicht-Talismane beschwören ein Gebüsch, durch das Besucher nicht durch und durchsehen können. Ein solches Gebüsch bietet Deckung, um sich unbemerkt an Gegner vorbeizuschleichen. Oh, cool. Ja, das ist cool. Das muss ich mir merken. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen ab hier einen kleinen Cut und dann suchen wir mal KK und gucken mal, ob wir den guten alten Mann auch retten können. Und dann würde ich sagen, Leute, danke euch ganz fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Runde zu Ghostwire Tokyo und haut rein!